Wir backen heute Chashav-Püree, Lakenbörek nennt sich das, weil das auf einem Laken vorbereitet wird. Erst werde ich die Füllung vorbereiten, damit die Füllung auskühlen kann. Dafür habe ich 4 große Zwiebeln sehr grob geschnitten, also nicht richtig klein schneiden, und 13 Knoblauch klein geschnitten und in Öl nicht lange angebraten. Dann habe ich so ungefähr 500 Gramm Hackfleisch hineingegeben. Das Hackfleisch wird auch mit den Zwiebeln angebraten, nicht lange. Das ist nämlich das Geheimnis an der Füllung, damit die richtig saftig wird. Ich habe das mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili-Pulver abgeschmeckt. Auch den Herd sofort ausgemacht. Ihr könnt ein bisschen frische Petersilie hineingeben und die Füllung auskühlen lassen. Ihr könnt die Füllung auch am Vorabend vorbereiten, dann ist das einfacher für euch. Für den Teig habe ich 1 Kilo Mehl in meine Küchenmaschine hineingegeben, 3 Esslöffel Öl, 1 Esslöffel Salz und Wasser und den Teig vorbereitet. Für 1 Kilo Mehl habe ich so ungefähr 650 Milliliter Wasser genommen. Also ein Teig für Börek muss richtig lange geknetet werden. Deswegen habe ich den Teig diesmal in einer Küchenmaschine gemacht, den Teig richtig, richtig lange geknetet und decke den einmal ab und lasse es so ungefähr 15 Minuten gehen. Das ist kein Hefeteig, aber trotzdem muss der ruhen. Also nicht gehen, sondern ruhen, damit wir den später besser auseinanderziehen können. Und natürlich nicht vergessen abzudecken. Jetzt habe ich aus dem Teig richtig große Bällchen vorbereitet. Die waren bei mir so groß wie eine Apfelsine. Wenn ihr das erste Mal Börek backt oder euer Tisch nicht sehr groß ist, würde ich euch raten, die Bällchen klein zu halten. Ich bin es gewohnt, auch mit großen Bällchen zu arbeiten. Deswegen habe ich die groß gemacht. Aber am Anfang würde ich euch raten, die klein zu halten. Die Bällchen habe ich jetzt in Öl eingetaucht und dann erstmal beiseite gelegt. Und dann habe ich die einfach mit den Händen leicht angedrückt und auf jedes Stück so ungefähr 1 Esslöffel sehr weiche Margarine gegeben. Also die Margarine darf nicht aus dem Kühlschrank sein. So habe ich dann auch alles vorbereitet. Das ist zwar eine fertige Angelegenheit, aber so wird Original Börek gebacken. Dann müssen diese Teigbällchen so ungefähr 15 bis 20 Minuten ruhen, wieder abdecken, nicht vergessen. Und wir brauchen ein Laken oder so ein großes Tuch. Ich benutze dieses Tuch nur, wenn ich jetzt Börek backe, dann werden die einzelnen Teigbällchen auf dem Laken von den Seiten nach außen gezogen. Das geht auch wirklich super einfach. Ihr dürft aber nicht vergessen, die Decke unten oder das Tuch unten am Tisch richtig festzumachen, sonst habt ihr, so wie hier bei mir, das Problem, dass das Tuch unten nicht gerade ist und ihr den Teig nicht richtig ziehen könnt. Das habe ich aber erst später festgestellt und habe das dann beim nächsten Mal wieder natürlich gerade gemacht. Jetzt gebe ich die Füllung darüber. Dadurch, dass ich so viele Zwiebeln genommen habe, ist die Füllung richtig saftig geworden. Die Seiten werden einfach nach innen eingeschlagen. Jetzt könnt ihr das mit dem Tuch einfach einrollen. Dafür ist nämlich das Tuch gedacht. Deswegen heißt dieses Börek auch Lakenbörek. Normalerweise wird ein weißes Laken dafür benutzt oder solche Tücher, die sind dann extra für die Küche. Die kann man in der Türkei überall kaufen. Dann habe ich das einfach geformt und auf meinem Blech gegeben. Jetzt bereite ich das zweite vor und hier hatte ich die Decke gerade gemacht und ihr könnt sehen, wie dünn das geworden ist. Bei uns heißt das, also da drunter muss man eine Zeitung halten und man muss es lesen können. So dünn muss der Teig sein. Und so dünn habe ich das auch auseinandergezogen. Wenn ihr das Problem habt, dass der Teig sich nicht auseinanderziehen lässt, dann müsst ihr den nochmal 5 bis 10 Minuten ruhen lassen. Und dann könnt ihr es nochmal versuchen. Je nachdem, wie warm das Wetter ist, kann sich das immer unterscheiden zwischen 15 bis 20 Minuten. So habe ich dann alles vorbereitet, auf meinem Blech gegeben.
Ich hatte mein Blech vorher mit Margarine bestrichen und den Ofen auf 200 Grad vorgeheizt. Ich habe mein Gebäck dann mit Eigelb bestrichen. Ich habe in ein Eigelb 2 Esslöffel Öl hineingegeben. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gebacken. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Sesam darüber bestreuen oder Schwarzkümmel. Das war's dann eigentlich auch heute von mir. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!